was Tore schießen angeht, gegen Revierclubs. Duisburg gegen Haching, die Gäste in den roten Trikots. Der MSV von links nach rechts. Keine Ahnung. Ich habe momentan erste Flanke, Mai. Zuvor traf niemand über 30 Jahre vierfach. Nächste Flanke auf den Kopf von Westermeier, der immer hinter ihm sozusagen den Rücken frei hält. Und das ist Schwabel. Oh, der kann das. Fetsch, Fetsch! Mai verlängert. Esswein, Esswein. Macht er gut, verdeckter Schuss durch Schifferl durch. Nächste Foulsituation auf dem Feld. Ekene, Fälscher kommt. Da ist er, der Venezuelaner hat die Übersicht. Super vom MSV gespielt. Fälscher mit Übersicht, rutscht dabei weg. Und Michel Brink versucht es direkt. Vielleicht Bogutay und Esswein. Da gehört zur Wahrheit dazu, dass Esswein sich auch viel im Zentrum aufhält. Also eine gute erste Hälfte für den MSV Duisburg. Hin und wieder aber auch Nadelstiche. Dazu nutzen, einen feinen Fußball aufs Parkett zu legen. Zweite Hälfte, gerne weiter so, jetzt mit Toren. Der MSV von rechts nach links. Einziger Sieg der Spielvereinigung hier in Duisburg 2004. Janda, 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 der MSV kann's doch. 1-0.416 Minuten haben sie auf diesen Moment gewartet. Janda schenkt dem MSV das Glücksgefühl. Vorteil. Köter. 4 gegen 4. Köter. Dann macht's direkt. Konstantin Heide beim MSV. Es ist vollbracht. Der MSV Duisburg gewinnt das erste Spiel in dieser Saison. Durch das Tor von Kasper Janda. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.